Auf dem Trainingsplan heute stehen kleine Spielformen. Wir spielen 3 gegen 3 im Feld mit jeweils 2 Anspielern links und rechts neben dem Tor, jeder Farbe. Ihr könnt ganz normal frei spielen mit einem Pass in die Tiefe zu dem Außenspieler, der nur einen Kontakt hat und den Ball wieder reinprallen lässt, ladet ihr den Ball auf und dürft erst dann ein Tor schießen. Ball ist scharf! Schön gespielt! Klasse angelaufen, weiter, komm, spiel ihn rein! Okay, Männer, jetzt haben wir folgende Situation. Der Ball der blauen Mannschaft läuft tief neben das Tor. Luke sagt es clever an, dass er den Ball sofort prallen lassen soll und lässt den Ball dafür durchlaufen. 2 kleine Dinge müssen wir noch anpassen dort. Erstens, lauf den Klatschspieler nicht komplett zu, sondern lass etwas mehr Raum. Wir stellen das gleich nochmal nach. Und als zweites, versucht den Abschluss dann direkt zu nehmen. Und das ist auch gleich die nächste Schwierigkeitsstufe, weil wir das bei den Toren davor auch schon gesehen haben. Ihr spielt dann zu lange. Auf geht's. Exakt so wollen wir es haben. Ja, gut so. Klasse. Einer muss tief besetzen, Luke. Männer, passt auf, die beiden Außenanspieler auch beweglich sein. Bietet euch außen an. Klasse, gut gespielt. Gute Bewegung. Weiter. Gut so. Ihr habt selber schon gemerkt, für die Außenspieler ist es relativ entspannt, aber für im Zentrum ist es super intensiv. Das wollen wir ein bisschen aufbrechen. Das heißt, wenn ich jetzt den Außenspieler anspiele, muss er mit einem Kontakt zu einem dritten Spieler weiterspielen, weil ich wechsle auf seine Position und der Außenanspieler wechselt ins Spielfeld und spielt 3 gegen 3. Marjan, jetzt hatten wir gerade die Situation, du kannst alleine aufs Tor laufen und abschließen. Wegen den Regularien hast du jetzt den Doppelpass gespielt und aufs Tor geschossen. Im Spiel würdest du natürlich direkt aufs Tor gehen, deswegen führen wir jetzt eine Bonusregel ein. Ich kann natürlich auch direkt aufs Tor gehen, dafür kriege ich aber einen Punkt. Wenn ich das Spiel in die Tiefe trainiere und den Doppelpass dann nochmal spiele, gibt es 3 Punkte. Und das war's mit den kleinen Spielformen.